Hallo und herzlich willkommen zur Buchblase, dem Podcast über das Leben, das Lesen und das Schreiben mit mir, Alex Pohl, alias LC Frei, alias der Rächer mit dem grünen Becher. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, das sage ich jedes Mal, ich weiß, aber einen Gast, auf den ich mich ganz besonders freue, und es ist eine kleine Revanche, denn ich war unlängst in ihrem Format, das ihr findet auf Instagram als Live-Videos. Und sie ist, pass auf, sie ist Autorin, wer hätte das gedacht, sie ist aber auch Speakerin und sie publiziert seit mittlerweile 20 Jahren, auch darüber werden wir sprechen, maßgeblich in den Bereichen Frauenroman und Thriller. Und sie ist Expertin, das muss ich jetzt ablesen, weil so steht es auf ihrer Website und ich will es nicht falsch erzählen, ne? Sie ist Expertin fürs Feiern von Fehlern und macht Mut zur Wut, also praktisch komplett aggressionsgesteuert, mein heutiger Gast. Herzlich willkommen, Melanie Opalka. Was geht bei dir? Genau, sag. Ja, alles. Moin, Alex, sag gern an. Moin. Habe ich da jetzt irgendwie was falsch verstanden mit deinem Mut zur Wut? Nein, aber ja, ich würde mich ja jetzt nicht als aggressionsgesteuert. Okay, dann habe ich das misinterpretiert. Gut. Aber ja, natürlich, es geht darum, Emotionen einfach zuzulassen, ne? Und Wut ist so eine Emotion, gerade bei Frauen, ey, dann bist du hysterisch, dann bist du aggressiv, dann bist du, weiß ich nicht was, hast gerade deine Tage oder was. Und in Wirklichkeit dürfen auch wir Frauen und weiblich gelesene Menschen zwischendurch einfach mal die Nase voll haben und laut werden. Das ist total in Ordnung. Das ist okay. Das ist okay. Das ist auch sehr interessant. Denn ich hatte schon, bin also im Intro ein bisschen drüber geholpert, habe so gesagt, sie ist auch Speakerin. Mhm. Du bist Speaker, du beschäftigst dich mit Persönlichkeitsentwicklung neben dem Job als Autorin. Wollen wir es so machen, dass wir erst ein bisschen dieses Autoren-Dasein von dir beleuchten und dann auf dieses andere Feld eingehen, weil ich finde das auch sehr, sehr interessant. Einer deiner aktuelleren Romane, ich glaube der vorletzte, der verknüpft so ein bisschen die beiden Themen. Da geht es um das Thema Glück. Hatte ich unlängst auch einen Gast zu Gast, die Vanessa Göcking. Die ist ja auch in dem Bereich tätig. Die hat ein ähnliches Thema. Also die hat auch romanisierte Sachbücher, würde ich mal sagen. In sowas in der Art. Also praktisch eine fiktionale Geschichte um ein Thema aufgebaut, was gleichzeitig so ein bisschen einen Lerneffekt hat oder so. Das würde ich gerne mit dir dann auch nochmal vertiefen, weil ich finde das auch ein sehr interessantes, ergänzendes Thema zu dem ganzen Autor. Seit wann machst du das schon? Wie schreibst du deine Bücher? Welches Programm benutzt du? Was natürlich ich auch alles sehr interessant finde, aber ich finde es halt auch interessant, mal über andere Themen zu sprechen, wenn das halt die Person dementsprechend hergibt. Und bei dir ist es ja dann augenscheinlich so. Also lass uns auch gerne über Persönlichkeitsentwicklung sprechen, über Frau sein und was das alles überhaupt mit dem Schreiben von Büchern zu tun hat. Oder auch nicht. Ja? Cool. Sehr gern. Fangen wir mit dem Offensichtlichen an. Du schreibst Frauenromane und Thriller. Wie viele jeweils schon hast du geschrieben? Warte mal, das hat mich heute gerade schon jemand gefragt, musste ich nachrechnen. Ich habe 3 Familienromane geschrieben, ich habe aktuell 5 Frauenromane geschrieben und 4 Thriller. Familienromane taucht gar nicht auf deiner Website. Oder ich habe es nicht gefunden. Das ist auch im Grunde genommen so ein bisschen der Vorgänger zu den Frauenromanen. Ich habe halt, als ich damals angefangen habe als Self-Publisherin, hatte ich gerade den unerfüllten Kinderwunsch verarbeitet, den mein Mann und ich auch durchleiden mussten. Und weil ich das nicht aus Frauenperspektive erzählen konnte und auch nicht für Frauen erzählen konnte, weil dann wäre das ein Heulbuch geworden, das wäre echt ätzend gewesen, das hätte ich nicht nur nicht schreiben, sondern auch nicht lesen können. Habe ich dann gedacht, hey, dann erfinde ich einen total lustigen Papa und Papas dürfen dann auch in Fettnäpfchen treten und Papas dürfen auch Klischees bedienen. Und genau so sind diese Bücher, dass sie eben einerseits schon ein unglaublich ernstes Thema befassen, nämlich diesen, wie gesagt, unerfüllten Kinderwunsch und wie das dann so ist, wenn du damit umgehen darfst und musst und in diese Maschinerie von Kinderwunschpraxen gerätst und so. Bis hin dann eben zum glücklichen Ende. Deswegen sind es ja auch 3 Bücher geworden, ansonsten hätte man das wahrscheinlich 3-mal drüber schreiben müssen. Aber die beiden haben dann die Kurve gekriegt und die kriegen dann auch ihren Zwerg und wollen dann auch nochmal nachlegen irgendwann. Und diese Geschichten sozusagen, die habe ich mal vor 4 Jahren als allererstes rausgebracht. Und dann war so
wo wir gerne auch über Krisen und Fehler sprechen wollen, ne, war dann so wieder eine ganz große Krise, weil meine Marketingfrau dann sagte, die kriege ich bei Amazon nicht kategorisiert, die kann man nicht verkaufen. Ja, habe ich gedacht, okay, alles klar, da muss ich irgendwas schreiben, was Amazon besser kategorisieren kann, weil sonst kann ich als Self-Publisherin schlichtweg nicht überleben. So, also ich und dann weiß nicht, wie lange das her ist, wieso du eine Marketingfrau brauchst. Und ich kann aber sagen, dass Amazon in den Kategorien zumindest sehr viel sich gewandelt hat. Also es gibt jetzt sehr viel mehr Kategorien einfach. Und selbst davor war es absolut möglich, sowas zu vermarkten, wenn man wusste, wie Keywords funktionieren im Zusammenhang mit den Kategorien. Das nur am Rande. Ich habe in den letzten 4 Jahren auch viel gelernt und ich würde ihr heute wahrscheinlich auch vehement widersprechen und sie nicht mehr mit so viel Geld bezahlen, aber damals war ich jung, blutig und oder auch blutjung und blutig, okay. Und wie so ein dann Steak, gedacht, ja. Okay, lass ich mir mal, ja, genau, medium rare. Und habe gedacht, ich lasse mir mal erklären, wie die Welt funktioniert und naja, das war nicht so ein wahnsinnig guter Ansatz. Aber er führte halt dazu, dass sie mich drauf brachte, dass ich was anderes schreiben müsste. Und wo ich in den Jahren davor dann immer so über so ein halbes Jahrzehnt erstmal wieder in der Schublade und in meinem eigenen Sumpf verschwunden bin, bevor ich wieder irgendwas rausgebracht habe, war es dann so, dass mich eine Bloggerin anstupste und sagte, du Amelie, ich habe da was gefunden. Das ist ganz nett, aber wenn du 5 Sterne haben willst, dann musst du da nochmal ran. Dann habe ich nur gedacht, um Gottes Willen, was hat die denn von mir gefunden? Und da hatte die tatsächlich so meinen ersten romanischen Gehversuch gefunden, den ich 2013 eigentlich systematisch im Internet begraben hatte. Mein allererster Versuch im Self-Publishing ist damals noch Self-Publishing zu 100% mit eigenem Cover, null Lektorat, weißt du, so wie man das damals machte. So. Gibt Menschen, die machen das heute noch so. Um Gottes Willen. Naja, jedenfalls mir war es immens peinlich. Ich habe das Buch dann ganz schnell runtergeladen von der Plattform, habe dann nochmal reingeschaut, weil sie es halt nicht komplett doof fand und habe dann nur gedacht, so, ja, irgendwie hat sie recht. Da vagabundieren so Elterngenerationen drin rum, die in dem Zeitpunkt oder zu dem Zeitpunkt dann Gerhard hießen. Die hatten noch Smartphones, gar nicht wahr, die hatten keine Smartphones, sie hatten noch Blackberries und sie hatten haufenweise Blackberry Teenager, die keine Smartphones hatten. Blackberry ja, ist ein Smartphone. Aber, ne, just saying. Jetzt heutzutage, ne, ja, für die Menschen, genau, weiß heute keiner mehr. So, wusste sie auch nichts mit anzufangen, war sie auch zu jung für. Und da habe ich gedacht, so, okay, das ist jetzt Mist, da musst du wohl wirklich nochmal ran. Mhm. Und dann habe ich festgestellt, dass ich auch ganz nebenbei irgendwie so die Hälfte der Nebencharaktere mal komplett gar nicht weiterentwickelt hatte und irgendwie so 15.000 Worte an dem Buch fehlten. Naja, ich habe es dann nochmal komplett überarbeitet, habe es dann ins Lektorat gegeben, habe mir dann ein professionelles Cover dafür gegönnt und schwuppdiwupp schrieb ich oder hatte ich Herz in Acryl geschrieben und brachte meinen ersten Frauenentwicklungsroman raus. Und das haben eigentlich alle meine Frauenromane, bis auf die Cookies muss ich da rausnehmen. Das ist ein Weihnachtsroman, der ist einfach nur zuckersüß, da ist überhaupt nichts drin mit was lernen. Zumindest nicht sehr viel. Aber die anderen sind eigentlich alle darauf ausgelegt, dass die Mädels schon ihr Glück finden, aber eben nicht das klassische, ich liebe ihn auf Seite 30 schon und dann habe ich am Ende ein Happy End. Okay. Wow, das war eine Menge Information, muss ich erstmal verarbeiten und mal in Segmente runterbrechen, in denen ich das verdauen kann. Okay. Fangen wir vielleicht mal damit an. Erstes, was ich gelernt habe, wenn du sagst Familienroman, da denke ich sofort an Familiensaga. Ich hatte ja auch unlängst die Ellen Carstar zu Gast. Da ist ja so die Queen of Familiensaga, wie ich finde. Außerdem ist sie eine tolle, sehr sympathische Gesprächspartnerin. Bei dir geht es nicht um Familien im Wandel der Generationen, sondern da geht es halt drum um eine klassische Kleinfamilie, würde ich mal sagen. Die Familie werden, genau. Mit irgendeinem Thema zu tun haben. Also es ist eigentlich ein Familienwerdungsroman in dem Moment, wo es um halt dieses Kinderkriegen bzw. den Kinderwunsch geht. Okay, Kinderwunsch machen wir mal einen Pin ja, rein. Ich finde, die Titel sprechen schon für sich. Das erste Buch heißt Mach mir ein Kind. Das zweite Buch heißt Papa, erstes Lehrjahr. Okay, und ja. Das dritte Buch heißt Papa 2.0, Nestbau inklusive. Okay, der Titel des ersten Buches, den fand ich der ist auf jeden Fall direkt. Also da bleiben jetzt nicht so viel. Doch, da bleibt die Frage offen, in welchem Genre spielt das? Weil ich könnte mir ein Genre vorstellen, das auf Amazon auch nicht in den Bestsellerlisten auftaucht, aber trotzdem gut gekauft wird, wo ich sehe auch schon auch das Cover und alles vor mir. Und da geht es aber um mindestens 3 bis 20 potenzielle Papas dabei.
Vertiefen möchte ich das jetzt auch nicht, weil vielleicht haben wir auch jüngere Zuschauer, Zuhörer, aber ich glaube, alle, die so ein bisschen schon länger im Game hier sind, wissen jetzt, wovon ich spreche. Und wer nicht, der kann ja mal auf eigene Faust versuchen, diese Bücher auf Amazon ausfindig zu machen, vorzugsweise auf Arbeit, wenn der Chef über den Rücken guckt. Das würde ich empfehlen. Sehr sinnvoll. Okay, also Bücher oder eine Trilogie, die das Thema Familienplanung hat, aber als Roman. Genau. Als, wie würdest du den Ton beschreiben? Ist das so ein bisschen Chick-Lit-like oder ist das eher ernst und Der ist Drama fluffig. oder fluffig? Nee, gar Okay. nicht. Überhaupt nicht. Der ist luftig. Der ist luftig und sehr lustig. Also der macht wirklich Spaß. Die gibt es Wie auch ein als guter Hörbücher. Die Google-Hupf hat, sozusagen. ja, die hat Nick Robin Dietrich vertont für mich. Ein ganz bezaubernder, eine ganz bezaubernde Stimme für meinen Papa. Und ja, der Clou ist, dass sie halt aus Männersicht geschrieben sind und dadurch ist diese ganze Thematik halt, da darf sich halt auch jeder drinne wiederfinden und viele Mamas dürfen sich da drinne wiederfinden oder werdende Mamas haben sich da drinne wiedergefunden und immer nur genickt und gelächelt und viele erfahrene Papas haben dann auch noch mal schmunzelnd zurückgeblickt und festgestellt, oh ja, interessant. Okay. Also ja, definitiv leicht und locker. Schön. Das ist mal was anderes. Man hört ja öfter von Romanen aus weiblicher Perspektive, die von Männern geschrieben wurden. Auch ich bin dieses Tatbestands schuldig. Das ist zwar schon ein Weilchen her. Ich habe auch mal so was Chicklit-mäßiges geschrieben. Noch ein Pseudonym. Ina Straubing hieß ich damals. Ehrlich gesagt habe ich damals versucht, das Genre ein bisschen auf die Schippe zu nehmen und einfach zu gucken. Also ich habe von Jojo Moyes ein ganzes halbes Jahr gelesen. Das fand ich auch sehr gut. Also sehr gut geschrieben. Die Handlung so ein bisschen, also hat bei mir stellenweise tatsächlich so ein bisschen Stirnrunzeln hervorgerufen, weil es auch gerade um so Sachen ging wie Umgang mit Behinderung und es im Endeffekt darauf hinauslief, dass der Protagonist sich dann in der Schweiz halt einschläfern lässt, weil er sein Leben mit Behinderung nicht mehr lebenswert findet, was ich eine etwas seltsame Message finde, aber andererseits, man steckt ja auch nicht drin. Und es ist halt ein Roman. Und das ist ein relativ dramatisches Ende für etwas, das ich persönlich der Chick-Lit zuordne. Die Autorin selbst möchte das um Himmels Willen nicht. Sie hat sich auch mal geäußert, dass sie da keine Chick-Lit, mir ist es ja wurscht, aber es ist halt fluffig, wie du sagst, fluffig. Lustiger Frauenroman mit einer Protagonistin, die über das Buch auch an ihren Herausforderungen tatsächlich erst wachsen muss, relativ naiv einsteigt, sehr viele lustige Sprüche sich denkt, die aber so gut wie nie ausspricht, bis sie dann tatsächlich auch das Selbstbewusstsein hat, das zu tun. Also wenn das kein Chick-Lit ist, dann weiß ich auch nicht, aber sie mag das natürlich für sich anders sehen. Das ist ihr gutes Recht. Ja, und das fand ich einerseits cool. Andererseits habe ich mir aber auch gedacht, ach komm, das ist, also so, weißt du, wenn so der Humor ein bisschen mit der Persiflage verschwimmt, das war bei mir irgendwie das, was dann rausgekommen ist als Ina Straubing. Das Buch hat den fantastischen Titel Die Liebe ist ein Trampeltier. Da weißt du Bescheid, würde ich sagen. Sowas Und auch Programm. Ist auch Programm. ich dachte, das Ding tankt halt gigantisch, aber tatsächlich wurde daraus mein erster Buchvertrag mit Amazon Publishing. Yeah, Siehst du? hätte ich nie Siehst du, gedacht. siehst Und ich glaube, bis heute haben kaum Leser gecheckt, dass das Ding nicht so wirklich 100% ernst gemeint war. Aber du? auch da wichtige Lektionen. Das war das dritte Thema, was ich mir so rauspicken würde aus dem, was du eingangs sagtest. Lesererwartungen im, sagen wir mal, im weitesten Feld im Romance-Bereich. Jetzt bitte nicht uns drauf festnageln, weil Romance hat nun wieder speziell auf Amazon etwas andere Bedeutung. Da sind wir auch schnell so im Spicy-Bereich. Also dann nehmen wir das Romance-Ding mal raus. Aber Beziehungsroman klingt halt auch eher nach Drama. Aber also irgendwie so, aber Ja, aber so, es ist schon irgendwie Romance, du hast sowas. schon recht. So, ist Chick-Lit Teil der Romance für mich schon, für jemand Ja. anderes vielleicht überhaupt nicht. Ja, irgendwie was so in diesem ganzen Themenbereich Beziehungen, Romance, von lustig und total clean, wo halt maximal sich geküsst wird, bis halt so dirty, spicy, Alien, Harem, Reverse, Revenge, Enemies to noch mehr Enemies. Na, ihr kennt alle, die jetzt mit diesen Genrebeschreibungen was anfangen können. Ihr wisst Bescheid. Alle anderen denken, der Kerl ist bescheuert. Ich hab's schon immer gewusst. Aber gut. Und ich habe das halt auch festgestellt bei dem Buch.
Das trifft sich sehr interessant mit dem, was du gesagt hast, weil bei mir ist es so, dass trotz der bewussten Fluffigkeit, also wie gesagt, das war auch ein bisschen als Persiflage gedacht, die Protagonistin im Endeffekt am Ende, die hat dann halt so dieses Love-Triangle-Ding. Soll sie den einen nehmen, der so Vor- und Nachteile hat, oder den anderen, der so ein bisschen dieses Bossige hat, aber halt auch nicht so richtig über sein Trauma, was er da hat, was der Grund dafür ist, warum er halt so ist, wie er ist, hinauswächst, nur sich ein bisschen weiterentwickelt durch die Bekanntschaft mit ihr. Und am Ende sagt sie halt, weißt du was, ich trete mal einen Schritt zurück, ich muss mich jetzt nicht sofort entscheiden, also es geht darum, ihren Ex-Freund zurückzunehmen, der halt Besserung gelobt, nachdem er sie betrogen hat, versus diesem neuen Typ, der natürlich Mr. Superhot ist, aber auch so seine Macken hat. Und dann zum Schluss sagt sie einfach, weißt du was, ich trete mal einen Schritt zurück, ich gebe den beiden mal noch einen guten Rat auf den Weg, so nach dem Motto, und dann gehe ich jetzt mal meinen Weg, weil sie halt vorher auch jemand ist, na, man ist ja in einer Beziehung. Und wenn man nicht in einer Beziehung ist, selbstwertmäßig, wie gesagt, das ist trotzdem ein sehr lustiger Roman und die Themen werden dann entsprechend auch nicht vertieft und auf eine dramatische Ebene gehoben, aber es geht schon um diese Themen. Und da bin ich ordentlich auf die Fresse geflogen. Da habe ich einige Abwatschen bekommen seitens der Leser und Leserinnen, die halt gesagt haben, ey, wie jetzt, kein Happy End. Also die muss sich doch für den Boss entscheiden. Wo lebst du denn? Ja, und für mich, das ist halt so, bei mir entwickeln sich Romane halt organisch dahin, wo immer sie halt gehen wollen. Und das war halt da das Ende, das mir schlüssig erschien. Alles andere wäre mir auch krampfig vorgekommen. Und so dann auf den letzten Seiten noch, ach ja, ich gehe dann doch mit dem Boss, damit die Leser zufrieden sind. Aber da musst du aufpassen, speziell was Kategorien, Keywords und so weiter halt auch Lesererwartungen betrifft, weil es gibt ja nur wirklich, wie soll ich sagen, es gibt halt speziell im Romance-Bereich, gibt es so den Standard 0815-Plot, der nach wie vor aber auch super funktioniert. Also Shades of Grey. Basically Shades of Grey. Und sämtliche Klone davon, nicht nur im Self-Publishing-Bereich, die Verlage hauen das ja auch raus, wie weiß ich nicht, wie das am anderen Ende vom Häcksler, was da so rauskommt, was das Gehäckselte. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, das ist für mich ein Genre, was ich weder lesen mag, noch was ich besonders attraktiv finde zu schreiben, weil ich habe selber eine Tochter und wenn es eins gibt, was ich nicht möchte, mit dem sie groß wird und mit dem sie ihr Selbstbild und ihr Frauenbild formt, dann ist es diese Art von Literatur. Muss ich ganz ehrlich sagen. Ich finde es so, wenn ich mir vorstelle, dass das gerade auch viel im Young Adult Bereich oder auch im Jugendbereich gelesen und geliebt wird, dann denke ich, so was für eine kranke Beziehungsform bringen wir unseren Mädchen dabei. Und ich habe jetzt gerade von der Psychologin einen ganz interessanten Bericht gelesen gehabt, also war ein Artikel, wo sie sagte, das ist alles zurückzuführen auf die Schöne und das Biest. Im Der Endeffekt, ja. klassische Narzissmus, ne, ist genau dieses. Wir verlieben uns in das Biest, das benimmt sich wie die Sau auf Deutsch gesagt, darf es auch, weil es ja so furchtbar leidend ist und so furchtbares erlebt hat und so furchtbar Und gut verdammt ist und aussieht. nein, noch nicht. Also noch schön Ach ist er so. wahrscheinlich noch nicht. Vielleicht ist er irgendwo, Ach ne, so. hat er ein Schloss oder so, keine Ahnung. Aber unbedingt schön ist das Biest nur noch nicht. Aber vielleicht ist es charmant oder was, keine Ahnung. Ne? So hat er irgendwie schon Qualitäten, aber eben auch nicht so richtig. Aber wir werden darauf getrimmt, zu glauben, zu hoffen und darauf hinzuarbeiten. Und das ist halt total krank für eine Beziehung als Frau oder als der weibliche Partner der Beziehung, diesem Narzissten den Raum zu geben, sich zu entfalten und an unserer Liebe zu gesunden und dann auf wundersame Weise sich in den Prinzen zu verwandeln. Was für ein Bullshit. Und Ja, da krieg ich Plack, naja ganz gut. ehrlich. Also. Nun ist es aber ja nun auch kein Erziehungsroman in dem Moment. Und die Frage ist, Nee. also das ist spannend, aber die Frage für mich ist so ein bisschen, formt der Roman dann das Selbstbild oder geht man schon mit einem gewissen Selbstbild ran, dass man dann durch solche Romane bestätigt sich fühlt und für wie viele, sind wir ehrlich, die meisten sind Leserinnen, die sowas lesen. Ist das tatsächlich mehr als Unterhaltung? Ist das tatsächlich etwas, das irgendwelche Mindsets formt? Das ist halt, ist es, ich sage nicht, dass es nicht so ist, aber ich finde es schwierig, weil erstens kommt man an die Daten nicht ran, um das jetzt irgendwie zu belegen und zu sagen, und weil sie solche Romane lesen, werden aus so und so viel Prozent aller
sagen wir mal, sich Richtung Beziehung entwickelten Menschen, das und das. Also das ist schwierig, das in irgendeiner Art und Weise nachzuweisen. Die Vermutung liegt nahe, die Frage ist nur, stimmt die Vermutung? Und weil genauso kannst du dann auch sagen, ja, Leute, die Thriller lesen, werden zu Serienkillern. Ist Bullshit in meinen Augen. Stimmt nicht. Hat etwas damit zu tun, dass wir für unsere dunkle Seite ein Ventil finden in der Fantasie. Und das ist total legitim, das ist sogar gesund. Das ist psychologisch gesehen total gesund sogar. Lies lieber einen Thriller oder spiel irgend so ein Ballergame oder was auch immer und lass es raus, aber mach's nicht irgendwie mit den Mitmenschen. Und Auf geh jeden nicht Fall. irgendwie auf Arbeit und mach da irgendwie Streit oder so. Das hat überhaupt keinen Zweck. Aber ich muss dir widersprechen, es gibt da eine ziemlich gute und fundierte Datenlage mittlerweile zu diesem seltsamen Art, zu dieser seltsamen Art von Romanen. Und gerade auch Okay. diese seit Twilight gibt es da sehr viel Forschung tatsächlich auch zu, die eben genau schaut, was passiert da mit den Jugendlichen und wie entwickeln sich die Gemüter da in dem Alter und inwiefern, was bleibt da hängen sozusagen an Selbstbild und was passiert dann? Und wenn du dir dann anschaust, was dann eben durch die Social Media geht und was unsere Teenager so untereinander sich dann austauschen und wie sie miteinander umgehen und wie da übereinander gesprochen wird unter den verschiedenen Geschlechtern. Das ist schon, ich finde es erschreckend und bezeichnend und ich finde halt für mich ganz persönlich, ich möchte es nicht unterstützen. Ich habe mit meinen Büchern beschieden, das wird alles irgendwie die Welt besser machen, gefälligst, wie auch immer. Aber Okay, das bediene ich hehres nicht. Ziel, ob du es Ja, erreichen wirst, absolut. sei Oh, Dank. du. Das Ding ist, ich weiß nicht, weil, also schick mir gerne mal irgendwie, wenn du dazu wissenschaftliche Untersuchungen hast, eine Quelle oder so, dann poste ich das auch gern, dass sich das dann jeder selbst reinziehen kann. Ich finde es halt schwierig, weil wie willst du das auf eine Quelle festlegen? Also der Mensch macht ja noch anderes als nur Buch lesen und Beziehungen haben. Ich meine, da gibt es Kinofilme, die oft in eine ähnliche Kerbe schlagen, gebe ich dir absolut recht. Also das Ding ist, ich persönlich finde sowas halt eher langweilig, weil man hat relativ schnell gefressen, wie es funktioniert. Also einer der wenigen Standardplots, halt dieses Enemies to Lovers Ding, ach, der ist so furchtbar und der ist so mies und der ist auch zu seinen Mitarbeitern scheiße, aber der ist halt ein super erfolgreicher CEO und hat eine Menge Geld und Macht und Einfluss. Warum man das anziehend finden kann, ob man sollte, steht wieder auf einem anderen Blatt, aber warum man das, und das ist weg, nein, doch nicht, warum man das Ich bin noch bei anziehend dir. findet, das hat ja dann stellenweise auch so ein bisschen evolutionär psychologische Gründe, können wir Genau. mal noch an einer anderen Stelle vertiefen, ich wollte nur den Punkt gerade fix abschließen. Okay, und dann hast du halt den Typ, der auch, wie gesagt, zu dir persönlich nicht nett ist, bis hin zu richtig Arschloch ist. Aber der sieht halt gut aus. Das ist das, was ich meinte. Das ist bei Die Schöne und das Biest ein bisschen anders. Aber der ist ja auf jeden Fall auch schon reich. Also selbst im klassischen Märchen. Also Genau. attraktiv in dem Sinne. Lassen wir jetzt mal so dahingestellt. Weil ich will noch auf den Punkt hinaus. Und dann findet halt diese Wandlung statt. Weil auch auf der einen Seite so ein bisschen das, in Anführungszeichen, das Mutti-Gen rauskommt. Ja, ich verbessere den. Ich mache aus dem einen besseren Menschen. Ohne dass der drum gebeten hätte oder so, was die Sache nicht besser macht. Und dann hast du halt irgendwie am Ende dieses, jetzt hast du ihn so ein bisschen bekehrt und er öffnet sich, gibt seinen Traumapreis und am Ende sind sie halt ein tolles Liebespaar. Was meines Erachtens, wenn das im wirklichen Leben passieren würde, sind das extrem schlechte Voraussetzungen. Erstens, für eine wirklich Beziehung auf Augenhöhe. Zweitens würde das nie und nimmer funktionieren. Das fällt ja schon in der Prämisse in sich zusammen. Nimm Shades of Grey her. Die gute Frau, und Twilight ist genau dasselbe Thema. Die gute Frau ist gefühlt 16, hat so ein geistiges Verständnis von einer 14-Jährigen oder so. Der Typ ist super erfolgreich, mindestens Mitte, Ende 20, schläft die. Zu Beginn der Handlung so jede Nacht mit einem anderen Supermodel. Und dann hat er aber aus absolut nicht nachvollziehbaren Gründen, ich meine, das ist ja auch ein Lifestyle, den er da hat, hat er plötzlich Interesse an einer völlig strunzlangweiligen, naiven Studentin, die absolut nichts in die Waagschale zu werfen hat. Also die Beziehung ist aus mehreren Perspektiven komplett aus nicht in einem in einer Schnittmenge, wo was Vernünftiges draus werden könnte. Aber es ist halt auch ein Buch.
Und es ist halt auch zum gewissen Teil nur Unterhaltung. Und da habe ich zumindest eine größere Toleranz. Die für mich interessantere Frage ist doch, wieso fühlen so viele Menschen das Bedürfnis, nachdem man ein, zwei, zehn solche Romane gelesen hat, noch die nächsten 100 zu lesen, die alle nahezu identisch sind? Warum geht man her und was passiert da emotional? Das würde mich mal wirklich interessieren bei jemandem, der sowas wirklich dauerhaft liest. Was sucht man in so einem Buch? Warum liest man das? Ich meine, Unterhaltung ist natürlich ist ein Punkt, aber ich finde, ein spannender Krimi ist doch genauso unterhaltend. Gut, kann dann sein, dass man sagt, nee, ich komme mit Blut nicht klar, wenn ich da höre, dass da einer oder lese, dass da einer ermordet wurde. Das will ich überhaupt nicht haben. Aber ich meine, ja Gott, dann lies mal Märchen. Alter, was da abgeht. Und das lesen Kinder. Und ich finde es gut, dass Kinder das lesen. By the way, das mal ganz wieder ein anderes Thema. Aber also ich finde das mit diesem Romans als Lehrauftrag sehr, sehr spannend. Ich stehe aber auch nach wie vor auf dem Standpunkt, dass Autorinnen und Autoren überhaupt keinen Lehrauftrag haben. Wenn man nur Unterhaltung schreibt, um sein Publikum zu unterhalten, that's it. Für mich völlig legitim, völlig cool. Und es ist auch völlig cool, damit Geld zu verdienen, by the way. Also da sehe Absolut. ich überhaupt nichts Unmoralisches drin. Die Frage ist, ich würde das wirklich lieber so ein bisschen auf den Leser schieben. Gut, das ist natürlich auch meine Perspektive als Autor, der aber auch ein Leser ist. Warum zur Hölle zieht man sich das noch und nöcher rein? Also, dass man das ab und zu oder ein, zwei davon liest, absolut. Man will halt mal wissen, wie ist sowas? Aber warum? Das ist, finde ich halt eh interessant. Das ist so ein bisschen wie Social Media. Facebook, naja, gut, ist tot. Aber Instagram, du machst es auf. Es passiert nichts wesentlich Spannendes. Du scrollst durch. Bei mir, ich mache das dann nach 2 Minuten zu. Hab ein paar Leuten Hallo gesagt, habe ein paar Beiträge geliked von Menschen, die ich mag und wo es mich auch interessiert, wo ich halt sage, okay, interessant, neues Buch draußen, whatever, okay, gucke ich mir mal an. 2 bis maximal 5, 6 Minuten ist das Ding wieder zu. Und jetzt erklär mir mal einen Menschen, der das genau wie ich aufmacht und 6 Stunden später feststellt, dass er auch mal wieder was trinken oder essen könnte. Ich verstehe es nicht. Ich kapiere es einfach nicht. Aber es gibt eine Menge Menschen, die so drauf sind, die das machen, die sich das so. Und ich denke, das ist ein antrainiertes Verhalten. Und da wird es interessant. Genauso kannst du dir mit Sicherheit auch antrainieren, dich in diesen Romance-Welten zu verlieren. Und hinzu kommt noch ein anderer Umstand, der mir selbst beim Lesen aufgefallen ist, einiger dieser Werke, speziell Shades of Grey und auch Twilight. Für mich liest sich das wie Literatur über Sex geschrieben und gelesen von Leuten, die noch nie im Leben Sex hatten und das auch nicht vorhaben. Weißt du, was ich meine? So liest sich das für mich. Und da frage ich mich doch, wofür ist das Ersatz, wenn man sich das suchtmäßig, serienmäßig, viellesermäßig in der Woche 50 so eine Romane reinballert? Na, ist besser als Heroin, wahrscheinlich, und auch günstiger. Aber es ist wirklich gut. Und wie kriegt man die Leute dazu? Weil gut ist ja, dass sie schon mal lesen. Und da müssen wir auch J.K. Rowling, E.L. James, hieß sie so? Die Shades of Grey geschrieben hat. Ich glaube, E.L. James und Stephenie Meyer und allen total dankbar sein, dass sie Leute, die vorher gerade so die, weiß ich nicht, die Bunte oder sowas gelesen haben. No Front, Bunt ist super Zeitschrift. Aber tatsächlich zu Buchlesern gemacht hat. Und zumindest der Teil von denen, die dann gesagt haben, okay, Twilight, nice, aber wie wär's mal mit einer richtigen Vampirgeschichte? Oh, da gibt's diesen alten Schinken Dracula. Wow, das ist ja völlig anders. Aber jetzt bin ich gehuckt und jetzt lese ich in die Breite rein. Dafür können wir alle als Autoren, glaube ich, ihnen dankbar sein, weil sie haben das vielen Menschen nahegebracht. Aber es gibt natürlich auch immer die, die dann einfach noch und noch einmal so einen Romance-Roman lesen müssen oder whatever. Und ich kapier aber auch Menschen nicht, die nur Thriller lesen oder nur Krimis oder so. Ich habe das nie begriffen. Buch ist ein Buch. Und Genre sind was, was meiner Meinung nach eher mit der Kommunikation des Herausgebers, ob das jetzt Verlag oder Self-Publisher, mit dem Publikum ist, damit du weißt, was dich so in etwa erwartet, wenn du den Autor oder das jeweilige Buch noch nicht kennst. Aber für dich als Autor ist das doch alles Käse, über sowas nachzudenken, meine Meinung. Tja. So, genau. Das habe ich wieder nur gesprochen zum Thema Romance. Du bist so still. Sag du doch mal was. Du, nö, ich habe da nichts so zu sagen. Okay. Habe ich mich jetzt komplett ins Ausgeschossen in diesem Gespräch. Cool. Schön. Okay, muss man ja auch mal. Muss man auch mal als Host von so einer
provokanten, die Menschheit spaltenden Sendungen wie meiner muss man das abkönnen. Das ist völlig cool für mich. Wir haben gesprochen über Familienromane und definiert, was das in deinem Kontext bedeutet. Wir haben auch die Titel genannt. Also bitte, liebe Leute, jetzt geht zu Amazon. Das muss man euch doch nicht sagen. Ihr seid doch keine kleinen Kinder mehr. Ihr seid jetzt hoffentlich schon auf Amazon gewesen, habt das alles gekauft. Gut. Nächstes Thema. Bevor wir dann tatsächlich so ein bisschen in diese Speaker und warte, ich muss den Begriff nachgucken. Ich will nichts Falsches sagen. Persönlichkeitsentwicklung war es. Persönlichkeitsentwicklung ist übrigens auch in meinem Leben ein sehr großes Thema. Just saying. Können wir bestimmt noch was drüber sagen dann. Aber bevor wir das tun, würde ich gerne noch mal ein bisschen in die Thriller-Ecke mit dir abwandern, speziell was deine Bücher natürlich betrifft. Wie viel hast du noch mal gesagt? Du hast es schon gesagt, ich habe es vergessen. Drei waren Vier es? Stück. Es Vier, sind vier draußen Entschuldigung. jetzt seit September. Ja. Ist das eine Reihe? Genau, das ist eine Reihe um eine Ex-Scharfschützin. Es gibt aktuell in der Bundesrepublik keine Scharfschützinnen, aber ich habe mir erlaubt, mit deren freundlicher Unterstützung eine zu kreieren. Bundeswehr oder was? Ehemalige. Ja, okay. Genau. Und meine Sarah Conrad kommt so ein bisschen unfreiwillig aus der Bundeswehr raus. Sie erlebt da ein persönliches Trauma im ersten Band und wird dann aufs Zivilleben losgelassen mit ihren sehr speziellen Fähigkeiten. Und wie es bei solchen Leuten natürlich zwangsweise so ist, denen fallen dann immer mal so Situationen vor die Füße, wo andere Leute vielleicht schreiend weglaufen würden und die dann eher mal ganz kurz handfest das auch dann regeln. Jack Reacher lässt grüßen. Ist das ein weiblicher Ja. Jack Reacher? Ich hatte sie ursprünglich mal so anlegen wollen und dann kam Sarah und dann ist mir das passiert, was du vorhin auch schon beschrieben hast. Dann schrieb sich das Buch irgendwie anders. Sie wollte kein weiblicher Jack Reacher werden. Ich persönlich Ja. bin ein großer Reacher-Fan, aber nein, sie wollte nicht. Gut. Tja, dann, das ist der Grund, warum ich Sarah nicht zu diesem Podcast einladen werde. Nein, Quatsch. Cool. Okay, wie ist sie anders als Re? Also ich hoffe, ich glaube, dass Menschen, die diesen Podcast mehr als einmal geguckt haben, die wissen über Reacher Bescheid mittlerweile, weil fast jeder Sendung taucht er auf und Lee Child. Aber es ist mein Podcast, ich kann so oft Reacher sagen, wie ich will. Aber jetzt mal Butter bei die Fische, wie unterscheidet sie sich? Was ist anders? Du musst das auch nicht an Reacher festmachen, nur einfach so, Nö, gib alles uns mal ein gut. Bild von ihr. Also ich liebe Jack Reacher, ich liebe John Milton von Mark Dawson. Ich habe jetzt gerade neu entdeckt für mich Blade Scott mit seinem Jack Widow, der ja dem Reacher auch ganz heftig nachempfunden ist. Und Noch nie all gehört. diese, Zieh ich mir mal nee, rein. oh ja, den kann ich dir mal wirklich auch ans Herz legen. Total netter Autor auch übrigens. Und das hat, die haben halt alle so gemein, dass die Jungs, Entschuldigung, aber die haben alle eine Schacke. Die sind sozial eigentlich nicht kompatibel. Die sind so im echten Leben sind die nicht zu gebrauchen, muss man ganz Ja, ehrlich sagen. ja, Die ja. sind total cool so für das, was die Herren sich da ausgedacht haben, wie die da, ne, gebraucht werden und so weiter und was denen alles so vor die Füße fällt, was denen dann alles so vor die Füße fällt. Aber ich habe halt gedacht, ich hätte gerne was, was so ein ganz klein bisschen asozial kompatibler ist und auch ein ganz klein bisschen menschlicher. So diese Okay. Kampfroboter auf zwei Beinen, die dann alle 3 Tage das T-Shirt wechseln und zwischendurch nicht einmal pinkeln müssen, die sind mir irgendwie, die finde ich ganz cool und ganz amüsant im wahrsten Sinne des Wortes zu lesen. Ich lese sie wirklich gern. Aber ja, so, das ist nicht ganz das, was ich schreiben wollte. Und meine Sarah hat halt, ja, die wird im ersten Buch dann direkt schwanger, obwohl sie eigentlich davon ausgegangen ist, dass sie gar nicht schwanger werden kann und findet sich dann ab Band 2 in der Mutterrolle wieder. Und wenn du einerseits einen relativ toughen Job hast und in den ersten 2 Bänden ist sie halt noch nicht wieder angestellt, sondern da muss sie halt Dinge regeln, die ihr im Zivilen passieren. Ab dem 3. Band ist es dann so, dass eine Geheimorganisation auf sie aufmerksam geworden ist, die ihre Talente natürlich ganz gerne auch irgendwie nutzen würde. Steht sie dann halt total menschlich immer so ein bisschen im Zwiespalt zwischen, was kann ich meinem Mann eigentlich sagen? Wie kriege ich das hier mit der Mutterrolle hin? Was mache ich eigentlich mit diesen komischen Hormonen jetzt? Weil eigentlich habe ich einen Job und eine Mission und ich weiß auch, wie das geht und ich will das auch, aber ich habe da halt auch jetzt noch eine andere Verantwortung und na, so, dass sie findet da ihren Weg und sie findet da auch ihren sehr individuellen Weg und sie bekommt da auch ein bisschen Hilfe an einigen Stellen, aber sie scheitert da halt auch an einigen Stellen ganz grandios und das ist zum Beispiel jetzt bei Band 4 so, dass einige von meinen Fans, die jetzt bis Band 4 brav mitgelesen haben, echt so nach 2 Tagen zu mir sagten, Amelie, wann kommt der 5. Band? Weil das hast du jetzt gerade nicht gemacht, ne? Ja, aber ich musste ihr da halt privat mal ein Bein stellen, weil sonst, ne, solche Sachen, die Solange du es fordern nur einfach ihren stellen Tribut. musstest und nicht abreißen oder so, Nein, 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 ich reiße da keine hast du ja Beine aus, um noch. Gottes Willen. Genau, ich hab alle Optionen und wir müssen jetzt nur die Kurve kriegen, wir zwei. Aber das Cool. war mir halt wichtig, dass das einfach ein menschlicher und ein menschlich nachvollziehbarer Charakter bleibt und Ja. ist.
und nicht so eine über. Also wie gesagt, ich hatte ursprünglich auch mal gedacht, ich mache da so eine knallharte, fast schon schizophrene, ist ihr pups egal, wen sie die gerade wieder umgeschossen hat, ne? Die wird Ja. absolut tough. Nee, wollte sie nicht. Okay. Wollte sie nicht. Das ist ja beides auch Wollte sie einfach interessant. nicht. Also Reacher ist ja so ein bisschen der ikonische Held. Der hat ja auch seine Wurzeln Absolut. da im Western, Lone Ranger und so, sehr, sehr Absolut. maskuline Sache. Was ich auch, alles andere wäre auch Quatsch meines Erachtens in diesem Umfeld. Also dem jetzt Genau. irgendwelche Züge nachträglich anzudichten, das würde einfach die Figur Nee, nee, zerstören. nee. Die ist halt, wie sie ist, Ja. muss man ja nicht mögen. Genügend Leser mögen das ja. Ist natürlich dann auch mal spannend zu sagen, okay, wie sieht denn der Gegenentwurf aus? Und kriegt man aus dem Gegenentwurf halt auch noch einen Actionhelden hin? Weil, also ich habe es jetzt nicht Genau. gelesen, aber für mich klingt das ja schon nach Actionhelden, eine Scharfschützin, die dann halt auch Aufträge annimmt und so weiter. Ist jetzt nicht unbedingt so ein Columbo-mäßiger Detektiv, der jetzt eher mit Nee, seinem gar nicht. Hirn ermittelt, sondern die wird wahrscheinlich auch zu handfesten Tätigkeiten fähig sein, zumindest. Ob sie das Absolut. dann mit dem Kind auf dem Arm dann auch so macht, den Roundhouse-Kick, ist wieder eine andere Sache, aber ist ja spannend, als Gegenentwurf sozusagen. Weil dann Genau. bist du ja auch genau, wie Lee Childers mit dem Reacher ist, wo das dann auch mal so durchblitzt. Ich meine, der hat ja auch Beziehungen und so, aber guck dir das mal an, was für eine Art Beziehungen sind das denn und auch mit was für einer Art Frauen. Wobei das interessant ist, weil bei Reacher hast du eigentlich sehr oft sehr starke Frauen. Charaktere als so den weiblichen Gegenpart pro Buch. Die sind aber auch, sagen wir mal, so passend gemacht, dass das mit Reacher funktionieren kann. Weil es gibt eine Menge Frauen, die das würde mit Reacher überhaupt nicht hinhauen. Und die hast du dann, die tauchen in Büchern vielleicht auf, aber nicht in, die treten nicht in Beziehung mit Reacher und so. Und das ist interessant, weil du hast genau dieselbe Problemstellung, aber denkst das halt alles neu, weil ja auch deine Heldin halt komplett anders ist, wobei du schon. Ich finde es interessant, weil du halt sagst, du kommst ursprünglich aus dieser Reach-Ecke. Das heißt, du hast eine ähnliche Art von, also die Geschichte zu erzählen, was du auch schon sagtest. Der Typ ist ja auch gefühlt in der 100. Kleinstadt und Ja. stellt dann fest, oh, da drüben, der hat aber ein komisches Jackett an. Das passt dem gar nicht. Geh mal der Sache mal nach. Genau. Und zum Schluss ist es halt eine weltumspannende Verschwörung Ja, und in immer irgendwelchen total Scheunen bitter. werden Menschen gefoltert und hätte das Jackett nicht gesehen, wäre da völlig vorbei. Also das ist auch so ein bisschen das Cabot Cove-Prinzip, also von Mord ist ihr Hobby, die halt auch, die steigt in den Bus, bumm, ist der erste tot. Weil halt, ne? Und cool. Das muss man so machen, weil es ist halt. Romanhandlung und das, weil du sagtest, bei Reacher und Co. liest man nie, wie die aufs Klo gehen. Was übrigens faktisch nicht stimmt, aber der geht Nein, dann das mit ist einem richtig. anderen, der macht dann auf dem Klo irgendwelche, baut sich ein Gewehr zusammen oder was auch immer. Aber deine Romanfiguren, gehen die original, gehen die da pieseln oder so? Weil ich schreibe auch nie über sowas. Ich finde das halt nicht super interessant, aber. Oder war das jetzt nur so ein Nein, dahergesagtes. das ist nur, um zu sagen, das ist ein Mensch, die blutet, die muss auch heilen. Da gibt es auch Prozesse des Heilens. Da, ne, das ist auch nicht über Nacht wieder gut, wenn sie welche auf die Nase gekriegt hat. Ja, okay. Ne, ich merke mir auch gut, wo die Narben sitzen und so, die sie sich dann so einhandelt an einigen Stellen. Und alleine schon von der Psychologie her, hier Reacher, ne, ganz ehrlich, Gewissensbisse, ich meine, die hatte er ja noch nie. Da ist ja offensichtlich bei ihm irgendwas schief gepolt im Gehirn. Von daher ist es ja abgehakt. Weil war es ja schon immer, wenn ich ihn richtig Nein, verstanden habe. würde ich so nicht sehen, aber erzähl erst mal weiter. Naja, zumindest hat er, wie beschrieb er das mal so, als Jugendlicher diesen Versuch, den sie gemacht haben im Kino, wo sie auf der Leinwand dann den Jungs gezeigt haben, dass jemand sie angreifen würde und alle Jungs sind zurückgezuckt, bis auf Reacher, der sofort die Fäuste gehoben hat und aufgesprungen ist und das Taschenmesser Ja. aus der Tasche hatte, bevor überhaupt, ne, die Szene zu Ende war. Ja. So, also ne, da ist in seinem Gehirn ja schon irgendwie was anders gewired als bei normalen Menschen, sag ich mal. Und das ist ja auch total fein. Depends. Und bei Sarah ist es eben, ja, das ist eine Elite-Soldatin, die hat mit Sicherheit auch ein bisschen zu viel Testosteron im Körper und die hat auch mit Sicherheit ein bisschen höheres Risikobewusstsein oder ein bisschen höhere Risikoleidensfähigkeit als andere Menschen. Aber sie ist halt jetzt nicht so komplett gefühlslos und so komplett
sie steht da nicht so komplett drüber, sage ich mal. Okay. Das ficht sie schon ein kleines bisschen mehr an und das fasst sie etwas mehr an, wenn solche Sachen passieren. Und dann wieder ein Gleichgewicht zu finden, ne, eben auch, das, ich habe es einfach bei ganz vielen Freundinnen auch gesehen, die überhaupt nicht in solchen Extrembereichen natürlich unterwegs waren, aber die teilweise als High-End-Managerin irgendwie für, keine Ahnung, Firmen weltweit die höchste weibliche Position inne hatten und tralala. Und in der Sekunde, wo die ein Kind kriegten, das war in der Schwangerschaft alles noch überhaupt kein Problem. 60-Stunden-Wochen bis zum Anschlag, bis zum Geburtstermin geplant, im Kalender gerissen. Und danach wollte sie eigentlich 6 Wochen später wieder einsteigen. Ja, die spreche ich dann plötzlich 2 Jahre später, weil sie komplett ausgestiegen ist, weil sie halt von dieser ganzen Mutterrolle, von diesem ganzen Hormoncocktail, der dir da präsentiert wird als Frau, so überwältigt war, dass sie damit sich erstmal neu durchsortieren musste. Und das ist jetzt nicht so ganz so extrem bei Sarah, aber es macht halt, es hat etwas mit diesem Charakter gemacht. Und so wie ich sie ursprünglich angedacht hatte, mit dieser super, super knallharten Nummer, das wäre halt nur ohne Kind gegangen sozusagen. Und in der Sekunde, wo dieses Kind irgendwie ein Thema wurde in dem Buch, habe ich nur gedacht so, oh shit, jetzt musst du echt mal drüber nachdenken, wie kriegst du den Spagat hin? Aber sagen wir es mal so, doch, sie macht das ganz gut, glaube ich. Also habe ich mir sagen lassen. Cool. Das ist, weil du hast ja ein ähnliches Problem. Du musst auch überlegen, wie komme ich in die nächste Handlung rein? Wie bleibt die Figur trotzdem glaubwürdig? Und ich habe so ein paar Interviews mit Lee Child auch gesehen, der Reacher geschrieben hat. Der hat auch zugegeben, dass er sich das auch bewusst einfach gemacht hat. Der wollte halt von Anfang an einen Romanhelden erschaffen, der halt einfach, wo es auch die Reihenfolge der Romane völlig wurscht ist. Also es gibt so ein paar kleine Querverweise, aber die sind ja wirklich minimal. Und da passt das halt auch nicht mit Entwicklung, auch psychologische Schwankungen Nee, kann ja und so. Auch nicht. Der funktioniert halt nur mit so einem ikonischen Helden, der jedes Mal in die Stadt einreitet, den Tag rettet und dann wieder ins Nirgendwo verschwindet. So, und das eigentlich Faszinierende bei Lee Child und auch bei Ian Fleming, der James Bond geschrieben hat, wobei ich da wirklich empfehle, die Bücher zu lesen, nicht die Filme zu gucken. Die kann man fein finden, aber die Bücher sind halt nochmal was anderes und auch deutlich komplexer als die Filme, die manchmal schon so ein bisschen ins Komödienhafte abgleiten. Die haben ja bewusst Helden geschaffen, wo praktisch eine Persönlichkeitsentwicklung, das haben wir auch geil beim nächsten Thema gleich gelandet, praktisch überhaupt nicht stattfindet. Und das ist Absicht und das machen die auch sehr gut. Und das eigentlich Faszinierende ist, wieso es dann trotzdem von Band zu Band spannend ist. Weil du hast ja, du weißt, das ist halt bei Reacher, du weißt genau, was du kriegst, wenn du dir den nächsten Reacher kaufst. Also du, die einzige Frage ist nur, ui, jetzt fängt es mal in der Großstadt an und bevor es dann im Dorf landet wieder oder in der Kleinstadt, vielmehr nicht im Dorf. Aber weißt du, was ich meine? Also, die Bandbreite von was es da gibt, also kein Mensch würde sagen, oh mein Gott, und jetzt macht er eine Zeitreise und ist plötzlich im Mittelalter. Würde man jetzt nicht mit rechnen bei Reacher. Ist auch, soweit ich informiert bin, bislang nicht passiert. So, und du machst halt quasi genau das Gegenteil. Also du machst jetzt nicht thematisch diese riesen Bandbreite auf, aber von der Persönlichkeit her gibst du der Figur halt mehr Raum, sich zu entwickeln. Das heißt, du musst natürlich auch mehr im Kopf behalten. Das macht den Job nicht unbedingt leichter. So ab Band 20 oder so, könnte ich mir vorstellen, wird dann die dazugehörige Aufzeichnung, also das kann ich dann auch nicht mehr im Kopf handeln. Oder schon ab Band 2 nicht mehr. Also nicht mehr in meinem Alter. Aber das schreibe ich mir halt dann irgendwo hin, damit ich es im Notfall nachgucken kann und hoffe, dass die Testleser dann bemerken, falls ich trotzdem Schwachsinn schreibe, weil die sind üblicherweise auch näher tatsächlich dann irgendwie, also die erinnern sich an Details, die habe ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm. Gerade im Fantasy-Bereich, das ist jedes Mal zum Verzweifeln. Und jedes Buch, ich habe gerade am 5. davon und jedes Mal frage ich mich wieder, warum tust du dir das an? Warum musst du dann bei alle 2 Kapitel irgendeinen Quatsch nachgucken, den du vor 3 Büchern verzapft hast? Ne? Macht halt Spaß, aber hat seinen Preis. Und das ist natürlich da ähnlich. Ich habe mir vorhin, als du das erzählt hast mit den Verletzungen, habe ich mir vorgestellt, kennst du diese Bilder von so Schweinen, die man beim Metzger sieht, wo so die einzelnen so, keine Ahnung, Filetstück, Schulter oder sowas, kenne ich da nicht so aus, bezeichnet sind, dann habe ich mir so vorgestellt, hast du so ein sowas Ähnliches von einem Menschen und da steht dann halt und da kreuzt du dann immer so mit Stift an, hier Narbe, dort Durchschussloch, original. Dort Messerwund. Hast du das? Angeschossen in der Taliban. Und auch in welchem Band, genau. Oh ja, das habe ich mir direkt dazu dann hast du das, weil sonst habe ich ein Problem, das nachher wieder zu finden. Und jetzt Aufgabe an alle Reacher-Fans, macht das mal für Jack Reacher, wo der überall Narben hat. Lest noch mal alle Romane und schreibt das. Genau.
Sind auch so einige. Die So, egal, Zeichnung wir hätte wollen ich auch nicht. gern gesehen, ne? Genau, über Jack Reacher rede ich das nächste Mal, wenn Lee Child hier zu Gast ist. So. Reden wir über das, was wir gerade schon angeschnitten haben, Persönlichkeitsentwicklung. Was ist dein Beitrag dazu? Vielleicht kannst du uns das mal verraten. Ja, das ist ein bisschen entstanden aus der Situation heraus. Ich habe mich vor 12 Jahren selbstständig gemacht, habe damals erst ein bisschen Marketingberatung für Firmen angeboten, habe dann ganz schnell festgestellt, die brauchen eigentlich mehr Kurse, als dass sie andauernd irgendwas gemacht haben müssten. Die müssen halt dazu befähigt werden, Dinge selber zu tun. Und ich bin vor nochmal ein paar Jahren vorher bin ich durch einen Burnout gegangen und habe dann im Zuge dieser Selbstständigkeit mich halt immer weiterentwickelt. Ich habe selber einen Burnout-Coach gemacht, eine Ausbildung. Und ich habe hinterher eine Ausbildung gemacht als individualpsychologischer Personality-Coach und habe halt viel mit mir gearbeitet und immer auch viel eben mit Klientinnen gearbeitet. In erster Linie im Firmenkontext, weil es mir immer darum ging, irgendwie Unternehmen zu befähigen, sich besser miteinander aufzustellen. Und aus der Ecke bin ich gekommen sozusagen. Und das ist dann in den letzten Jahren immer mehr in diese Vereinbarkeitsschiene gerutscht, weil ich einfach festgestellt habe, das größte Handicap, was wir haben, ist, dass wir halt einen Job haben. Wenn wir Glück haben, wenn wir für unsere Berufung bezahlt, nicht alle haben das Privileg, manche müssen auch einfach arbeiten für ihr Geld. Dann haben wir irgendwie noch ein Hobby, dann haben wir vielleicht eine Familie, dann haben wir vielleicht sowas wie Gesundheit, dann haben wir vielleicht sowas wie Eltern. Also das war für mich schon immer ein riesengroßes Thema und ich habe immer festgestellt, dass das irgendwie stiefmütterlich behandelt wird in Firmen. Und bin dann da eingestiegen, habe dann da mal einen Vereinbarkeitskongress online gemacht mit vielen namhaften Unternehmen, um das so ein bisschen, ja, einfach zu unterstützen, dass die Menschen da ins Gespräch miteinander kommen. Weil es gibt da keine Patentlösungen. Wie für so viele Dinge gibt es einfach keine Patentlösungen. Da gibt es kein, ich gebe dir ein Knöpfchen oder schwing hier mal einen Zauberstab oder so und dann ist das Problem weg, sondern du musst halt mit dir selber irgendwie, du musst selber mal sagen, was eigentlich Phase ist. Was ist denn dein Bedürfnis? Wo ist denn dein Thema? Sag mal was. So. Und das habe ich halt auch dann zum Schluss eine ganze Weile gemacht. Und am Ende bin ich für mich zu der Erkenntnis gekommen, ja verdammt im Zuge, nee, es gibt eigentlich gar keine Vereinbarkeitsproblematik. Es gibt immer nur ein Prioritätsproblem. Und Priorität in der Singular, weil gibt es nicht im Plural. Es ist Bullshit, dass es das im Plural gibt. So. Grammatikalisch schon nicht und in der Realität halt erst recht nicht. Und wenn du da ankommst, oder für mich war der Punkt halt so, als ich da angekommen bin und das verstanden habe, dass ich mich entscheiden muss, dass ich Nein sagen muss, dass ich das tun muss, was gerade meinen persönlichen Zielen entspricht. Und ob das Ziel jetzt gerade ist, eine Bindung mit meinem Kind aufzubauen und eine Stunde mit dem auf der Couch rumzueiern und irgendwie Quatsch zu machen und überhaupt nichts Vernünftiges, sondern einfach nur zu kitzeln und Geschichten zu erzählen oder was auch immer. Oder ob das ist, dass ich etwas in meine Beziehung investieren möchte und mir Zeit nehme für meinen Mann. Oder ob das ist, dass ich mir Zeit nehme für meine Eltern. Oder ob das ist, dass ich mir Zeit nehme für meine Bücher. Oder ob das ist, dass ich mir Zeit nehme für ein Interview oder einen Podcast oder was auch immer. Das ist eine Entscheidung. Das bedeutet, dass ich etwas anderes in dem Moment nicht machen kann. Aber wenn ich mir im Klaren darüber bin, wie zahlt das auf mein Ziel, auf mein nächstes Ziel gerade ein, das, was ich jetzt hier tue, dann ist es gut und dann habe ich damit eine ganz große Sinnhaftigkeit und eine hohe innere Zufriedenheit. Und egal, wie viel Geld dann dabei sofort rauskommt oder auch nicht, ist es für mich ganz, ganz wichtig, um mental und seelisch gesund zu bleiben. Und das ist etwas, was ich für mich gelernt habe und daraus hat sich dann eben entwickelt, dass ich festgestellt habe, ey, ich habe so viel falsch gemacht in meinem Leben, in Anführungszeichen, und habe echt heftige Lektionen mir mitgenommen teilweise, einfach weil ich mich habe schieben lassen von anderer Leute Meinungen, weil ich habe mir reinreden lassen in Entscheidungen, wo ich nicht sicher genug war in mir selbst, wo ich noch nicht gefasst genug war in mir selbst. Ich habe meine Kunst so lange vor mir hergeschoben und immer verleugnet, immer gesagt, ja, das mache ich, wenn ich mal Zeit habe oder das mache ich, wenn ich groß bin oder das mache ich, weiß ich auch nicht an. Ne? Es gibt so viele Themen, wo ich auch an mir immer wieder schöne Beispiele bringen kann, die einen auch scheitern voranbringt beziehungsweise wachsen lässt, dass das wirklich das ist, womit ich gesagt habe oder wo ich festgestellt habe, das ist das authentischste Thema, was ich gefunden habe. Das ist so im absoluten Kern ich. Da habe ich auch, wie wir im Vorgespräch vorhin festgestellt haben, ne, gibt es da Themen, die mir peinlich sind oder auf die ich nicht angesprochen werden darf. Ich bin 25 Jahre lang Bulimikerin. Okay, ich kotze gerade nicht mehr jeden Tag, aber das wird nie ganz vorbei sein. Das ist so wie mit einem trockenen Alkoholiker, weißt du? Ich habe irgendwie mal exzessiv geraucht. Ich habe mal als Jugendliche eine Phase gehabt, wo ich wirklich zu viel getrunken habe. Mache ich alles nicht mehr. Okay, man wächst aus gewissen Dingen einfach raus. Aber wie du vorhin halt gefragt hast, ne, ob es Themen gibt, die nicht angesprochen werden dürfen. Doch, das darf alles angesprochen werden, weil es gehört alles dazu.
Ich habe ungefähr 5-mal umfirmiert, weil ich einfach noch nicht da war, wo ich sein wollte mit dem, was ich gemacht habe und wie ich es gemacht habe. Und jetzt bin ich seit 4 Jahren Self-Publisherin, jetzt bin ich seit 1,5 Jahren Vollzeit ausschließlich nur noch Autorin und eben so ein bisschen Speakerin nebenbei. Und das erste Mal in meinem Leben habe ich wirklich das Gefühl, jetzt gerade für den Moment bin ich rund und fertig sozusagen. Das heißt nicht, dass mir nicht in 5 Jahren nochmal wieder was ganz anderes eingefallen ist oder so, aber jetzt gerade habe ich so das Gefühl, ich bin so rund und so ganz, wie ich es noch nie war. Und ich finde, das Privileg sollten alle Menschen haben, dahin zu kommen, dass sie mit sich einfach so richtig schön ganz und gar rundherum zufrieden sind. Ob Absolut dann 5 Kilo mehr oder wünschenswert. 5 Kilo weniger oder weißt Das du Problem so. ist, meines Erachtens scheitert das bei vielen Menschen schon daran, dass sie erstmal die Selbsterkenntnis brauchen, dass irgendwas schief läuft. Und das ist halt auch was, was von außen wenig zu dir durchdringt. Und je mehr schief läuft, desto weniger bist du halt empfangsbereit für Menschen, die von außen sagen, du, mit dir ist gerade irgendwas in Schieflage. Wenn es denn überhaupt bemerkt wird, ist gleich das nächste Ding. Soziales Umfeld ist auch ein großes Thema dabei, meines Erachtens. Zwei Dinge, auf die ich gerne eingehen würde. Erstens Ziele und zweitens dieses Thema Rundsein und was das eventuell mit dem Schreiben zu tun hat. Fangen wir mit dem Einfacheren an. Wie definierst du ein Ziel in dem Kontext jetzt? Nicht beim Dauerlauf oder beim Sprint, sondern Lebensziel. Sowas. Wie definierst du das? Kannst auch ein Beispiel nennen oder so. Ja, gern. Also ich finde wichtig, Ziele sind immer etwas Lebensphasenabhängiges. Art 1. Die verändern sich im Laufe des Lebens. Und das ist auch total in Ordnung. Das, was ich mal mit 16 werden wollte, bin ich nicht geworden, werde ich vermutlich auch nicht mehr. Das, was ich mit 25 mal dachte, wäre mein absoluter Karriereplan, durfte ich mit 35 feststellen, nee, ist es nicht gewesen. Habe ich einen Haken dran gemacht, hinter mir gelassen. Das heißt, Ziele, und damals war es zum Beispiel, wo wir gerade bei Beispielen sind, da ich wollte immer Marketingleiterin werden. Ich wollte aus irgendeinem dubiosen Grund, hatte ich mir in den Kopf gesetzt, ich werde Marketingleiterin. So, dann wurde ich Marketingleiterin und habe nur gedacht, großer Gott, was für ein Grützkram ist das hier und wie viele Tabellen wollt ihr mir und wie viel Budget und was soll ich ausrechnen und noch eine Zahl irgendwo hinschreiben? Das war überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt hatte. Und das ist, finde ich, ganz wichtig, wenn wir über Ziele sprechen. Es ist dieses, was ist denn meine Erwartung und was ist die Realität? Und wenn man das abgleicht und merkt, boah, da geht irgendwas ganz furchtbar schief, dann ist ein ganz cooler Zeitpunkt, um zu sagen, oh Moment, ich muss das Ziel, glaube ich, mal umformulieren, weil da ist gerade in meiner Zielvision und in meiner Definition ist da gerade was total schief gelaufen. Und mittlerweile ist mein Ziel eigentlich nur noch, gesund und glücklich zu bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes. Und dazu gehören dann so kleine Ziele wie, dass ich dieses Jahr gerne meine 3 Bücher rausbringen wollte, Haken dran habe ich gemacht, dass ich in Ruhe mich schon mal hingesetzt habe und für nächstes Jahr meine Jahresplanung gemacht habe, wann und welche Bücher ich dann rausbringe. Das sind Ziele fürs nächste Jahr. Ich möchte gerne mit meiner Familie eine Weltreise machen demnächst. Das ist ein Ziel, was wir haben, wo wir jetzt gerade ganz konkret mal schauen, wie können wir das realisieren, was braucht es dafür alles. Nur so die ganzen Formalien mal drumherum abchecken, damit aus dem Traum auch wirklich ein Plan wird. Und ich finde, ja, in erster Linie Ziele sind für mich unglaublich lebensphasenabhängig. Partner habe ich gefunden, habe ich persönlich für mich einen Haken dran gemacht, der ist okay, den werde ich behalten, bis es nicht mehr geht. Also, ne, bis einer von uns beiden nicht mehr kann, so. Kinder habe ich einen Haken dran gemacht, also brauche ich mir jetzt auch keine Gedanken mehr zu machen über das Thema, das ist erledigt, die habe ich nur muss ich irgendwie klarkommen mit ihnen. Ne, und das sind so Sachen, sag ich mal, die kann man sich wunderbar als Ziele setzen und dann kann man irgendwann einen Haken dran machen. Und wenn man dann solche Ziele erreicht oder aber eben in sein Leben holt, dann ziehen die ganz häufig ja Dinge nach. Das ist ja wie mit einem Wunsch. Ich meine, jedes Kind zu Weihnachten, ne, was wünschst du dir? Im ersten Jahr vielleicht ein Teddy, im zweiten Jahr vielleicht ein elektrisches Auto und keine Ahnung, was danach alles noch so kommt. Die Wünsche wachsen und damit ja auch die Ziele von den Dingen, die ich erreichen will. Und so sind wir ja auch. Und ich finde, was ich echt schade finde und was mich immer wieder so ein bisschen erschreckt, ist, wenn ich merke, dass Menschen ab so einem gewissen Punkt, und da bin ich noch nicht 100% hintergekommen, aber vielleicht hast du da gleich eine Meinung zu, wenn Menschen so ab so einem gewissen Punkt im Leben keine horizontalen Ziele mehr haben, also kein höheres Ziel, sondern nur noch so laterale Ziele.
Kennst du das, wenn die dann Nenn sagen, mal ein von Beispiel. wegen, Ich kenne eine Menge Menschen, die überhaupt keine Ziele mehr haben. So ab ja, 25 rum, die streben dann die Beamtenlaufbahn an und saufen sich das schön, erzählen irgendeinen Bullshit von Work-Life-Balance und ja, was meinst du mit das ist, lateralen Zielen? da bist du schon voll drin. Dann ist nur noch die Frage von wegen, wo fahre ich denn das nächste Jahr in Urlaub hin? Und wenn es Ach nicht Cala sowas, Ratjala ist, okay. oder welchen Okay, Urlaub habe buche ich ich dann, dann ist es verstanden. Ägypten oder Türkei. Weißt du, es Dass geht dann nur noch Menschen keine so. Ziele haben, by the way. Genau, und das ist einfach, ja, das ist ja auch irgendwie, sind das ja Ziele, was sie, ne, nehmen sich ja auch Sachen vor, aber halt nicht mehr, es ist nicht mehr, irgendwie, es wächst nicht mehr, ne? Es ist In keine dem Entwicklung mehr Sinne, drin. genau, ich habe implizit bei Zielen meine ich immer Ja. von dem Punkt, wo du bist im Leben Du und meinst vorwärts. nicht im Sinne von, mein Ziel ist, den nächsten Supermarkt zu finden. Ja, ist auch ein Ziel. Ja. Aber in der Definition auf ein menschliches Leben bezogen, ist es für mich immer, ich bin hier und ich möchte irgendwo hin. Vertikal ist ein bisschen schwierig, weil das ist nicht unbedingt eine Verbesserung. Das kann ja auch sein, das könnte interessant sein, gucke ich mir mal an. Vielleicht hast du ja auch einfach den finanziellen Background, warst irgendwie ein bisschen schlau schon in jüngeren Jahren, hast dich mal ein bisschen mit Finanzen beschäftigt oder mit Anlagen, was auch immer, und kannst dann sagen, mein einziges Ziel im Leben ist nicht mehr nur, wie kann ich über die Runden kommen und Next Step, wie kann ich mehr und mehr Geld verdienen? Dazu auch gleich noch ein Wort. Instagram-Coaches looking at you. Ich meine so Lifestyle-Coaches mit Lamborghini und so, um das mal ganz ja zu definieren. Und wie kann ich dann mehr und mehr Geld verdienen, was auch ein sehr schwachsinniges Ziel ist, weil Geld kann nie ein Ziel sein. Das ist eine Zahl Genau. in deiner Wenn du Banken-App da keinen Kontext zu zunächst hast, ist mal. es einfach nur leer. Genau. Da können wir auch gleich mal noch drauf eingehen. Aber Ziel in dem Sinne, wie ich es meine, hat immer was mit Entwicklung zu tun. Und wenn ich nach Ägypten fahre, um dort Pauschalurlaub zu machen, dann entwickle ich mich nicht. Und deswegen sind das für mich Menschen ohne Ziel. Ja. Tja, kann man auch nicht ändern. Es ist einfach im Leben nicht so, dass jemand kommt und sagt, ach du, hast kein Ziel, pass mal auf, wir setzen uns jetzt mal hin, dann finden wir welche für dich. Wenn du intrinsisch nicht das Verlangen hast, dich zu entwickeln, wirst du es auch nicht tun, dann ist es halt so. Ist auch eine Exakt. Lektion, die ich lernen musste. Aber wer sich nicht helfen lassen will, da hat es auch keinen Zweck. Ist halt Nee, einfach genau. so. Also keine Beratung ohne Auftrag, das sehe ich ganz genauso. Und ich habe aber Exakt. festgestellt, dass es Menschen gibt, die tatsächlich daran kranken, dass sie sich dann in ihr Sicherheitsgeflecht und in ihre Verpflichtungen und in ihre Verantwortlichkeiten so eingesponnen haben, als ob sie von so einer fetten Kellerspinne irgendwie eingewickelt worden sind und im Netz hängen, im wahrsten Sinne des Wortes, und sich nicht mehr trauen, auch nur tief Atem zu holen und mal über Ziele nachzudenken, weil sie immer die Ja. Befürchtung haben, das kann ja nur nach hinten losgehen. Und ich habe jetzt Ja, gerade im Frühjahr hatte ich das Selbstreflexion ist nicht immer Privileg. angenehm, ne? Das ist halt so. Nee. Und das ist auch total richtig, ne? Weil ganz viele Sachen, muss man ganz ehrlich sagen, wenn man die ernsthaft ausprobiert und jetzt zum Beispiel nochmal so einen Neustart als Selbstständiger oder mit einem neuen Business oder einem neuen Job oder in einem völlig neuen Bereich irgendwie oder nochmal auswandern oder so, das ist nicht immer sofort cool auf der ersten Minute, ne? Die ersten Meter können da ganz schön holprig und auch ganz schön anstrengend sein. Und das muss man dann schon auch wollen. Und wenn du dafür nicht das richtige Mindset hast und richtig gerüstet bist, dann kann es halt auch ganz schnell sein, dass du beim ersten Versuch, sowas zu machen, so ins Straucheln kommst, dass du es danach nie wieder probierst, weil du einfach Schiss hast, auf Deutsch gesagt. Ja. Und da habe ich es total wertvoll gefunden. Ich war im Februar, war ich in München auf den Fuck Up Nights. Nee, gar nicht wahr. Im Juni ist das gewesen. Auf den Fuck Up Nights. Und wer das nicht kennt, das Format, das sind UnternehmerInnen, die sich da hinstellen, so Viertelstündchen pro Nase. Und mal so richtig schön erzählen, wo es gekracht hat und wie tief sie gefallen sind und was sie daraus gelernt haben und wie sie den Weg wieder rausgefunden haben. Und ich bin da gewesen als Speakerin und habe eben über das Self-Publishing gesprochen, über meine Geschichte des Schreibens sozusagen, die halt auch gezeichnet ist von alter Schwede, von vor 20 Jahren mit einem Zuschussverlag angefangen, mir so das Geld aus der Tasche ziehen lassen, dass ich erstmal überhaupt keine Lust mehr hatte, einfach nur Angst. Dann irgendwie so drei halbherzige Versuche mit Verlagen, aber im Grunde genommen auch lieber nicht. Dann diese Nummer mit dem 2013er, den ich da im Internet versenkt habe, Self-Publishing, aber eigentlich bei Drömer Knauer auf einer Plattform hätte ich ja vielleicht entdeckt werden können. Ja, wenn ich ein Buch geschrieben hätte, vielleicht aber nicht mit meinem First Draft, den ich da reingestellt habe. Bis hin zu 2020, so, und jetzt reiß dich mal zusammen, nimm dich mal bitte ernst, mach's anständig, und wenn das erste nicht gleich der absolute Funskracher ist,
Ja, dann siehst du zu, dass du weiterschreibst, verdammt nochmal, weil dann musst du nun mal langen Atem haben. Ist wie bei jeder Selbstständigkeit. Das sind die wenigsten, die mit dem ersten Buch irgendwie dermaßen steil gehen, dass sie sagen können: Okay, Rente, ich komme, kauf mir eine Insel. Ja, ich finde auch ein Problem bei dem ganzen Thema Ziele ist, über das wir jetzt ja gerade sprechen, auch im Hinblick auf so Instagram-Lifestyle-Coaches, die so Ja, leicht viel. Ach. nachzuvollziehende Ziele anbieten, wie erwirtschafte viel Geld, um dir halt ein Lambo kaufen zu können. Das ist das Letzte, so viel Geld kannst du mir gar nicht auf den Balkon schütten, dass ich mir davon einen Lamborghini kaufe. Autos interessieren mich. Ich habe noch nicht mal ein Auto. Warum? Weil es mich nicht interessiert. Dafür gebe ich Geld für die Sachen, die mich interessieren, gebe ich viel Geld aus, weil sie mich interessieren. Bücher ist so ein Ja. Thema. Lustigerweise kostet es im Schnitt auch deutlich weniger als ein Lamborghini, aber das ist nicht der Punkt. Wenn mich Autos interessieren würde, würde ich dafür sehr viel Geld ausgeben. Tun es nur einfach nicht. Und ich finde es Quatsch, sich an sowas zu orientieren. Man muss einen Prozess entwickeln. Das kann nur jeder für sich selbst tun, der zwei Dinge beinhaltet im Wesentlichen. Erstens, man muss sich selbst fragen, welchen Lifestyle strebe ich eigentlich an? Und ich finde das sehr nützlich. Ich bin auch kein Fan von Zielen wie erreiche diesen Kontostand, mache dies, musst eine Frau irgendwie zu deiner Ehefrau machen, die mindestens modelmäßig aussieht. Hast du dich mal selbst gefragt, ob du das wirklich möchtest? Möchtest du angeben? Möchtest du vor deinen Nachbarn Eindruck schinden mit deiner Ehefrau, ernsthaft jetzt, ist das dein Anspruch im Leben? Cool, dann mach das bitte. Also diese Easy Goals, nicht, dass sie leicht zu erreichen wären, speziell wenn man es eigentlich intrinsisch überhaupt nicht will, wird man sie wahrscheinlich sowieso nie erreichen, aber die sind leicht zu verkaufen als Lifestyle-Coach. Halt zu sagen, hey, pass mal auf, das wollen doch alle, du willst es auch. So, erste Frage, will ich das wirklich und warum zur Hölle sollte ich das wollen? Zweite Frage, sucht ihr einen Lifestyle oder ich habe übrigens auch, bin gerade in den letzten Zügen meines eigenen Sachbuchs zu genau diesem Thema, Fokus, Ziele und all dem, also kleine Werbung hier am Rande. Und da wird das auch drin stehen. Das zweite Ding ist, dass du halt dir irgendwie nicht ein Ziel suchst im Sinne von einem Lambo, sondern und auch, da gibt es ja auch so die Methoden, ich schneide mir das aus und mache mir hier so ein Board, weißt du, und dann wünsche ich ans Universum, was auch seinen Benefit hat. Also ich will jetzt nicht diese ganze Methode verunglimpfen, überhaupt nicht. Gewisse Industrien, die daraus gewachsen sind, die darf man schon kritisch betrachten, aber die Methode selbst hat durchaus ihre Benefits, führt aber jetzt hier zwar weiter, aber ich glaube, du weißt schon auch, wovon ich da spreche. Aber sich diesen ganzen Quatsch auf so ein Board zu tun, speziell wenn man selbst überhaupt keinen Bezug dazu hat und einem das eigentlich nichts bedeutet, viel interessanter Exakt. finde ich oder viel schlauer finde ich, sich einen Lifestyle rauszupicken und zu sagen, wie sieht mein Leben aus, wenn ich ein reiches und erfülltes Leben habe? Reich im Sinne von nicht unbedingt Geld, aber genug Geld, um mir diesen Lifestyle leisten zu können. Und wie sieht sowas Exakt. beispielhaft aus? Ich stelle mir vor, ich bin ein Autor. Und mein Luxus ist, allein vom Schreiben meiner Bücher so leben zu können, dass ich essen gehen kann, wann immer mir danach ist, dass ich eine Miete bezahlen kann, whatever. Das Schöne an so einem Ziel ist, kann man klein einsteigen, immer größer werden und das hast du auch nie erreicht. Weißt du, wenn du jetzt wirklich du bist brutal genug zu dir selbst, gehst auch in den Burnout rein, um diesen verdammten Lambo halt zu bekommen. Machst alles Mögliche, hasselst irgendwie 16 Stunden am Tag, investierst sinnlos in Bitcoin und bist und quatschst alle Leute voll, kauf mein Produkt, bla, 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 bla. Dann hast du diesen Lambo und zwar in genau dieser Farbe, bitteschön. Siehst du, ich kaufe mir halt eine Kaffeetasse, anderen kaufen sich einen Lamborghini, ich kaufe mir eine Kaffeetasse, eine Neongrüne, jeder nach seiner Fassung. Und dann gehst du her und sagst, okay, ich habe mir das jetzt geleistet und dann fällst du sofort in ein Loch. Das sind negative oder schlechte Ziele, die tun einem nicht gut. Speziell, wenn man die nur erreicht, um festzustellen, ich kann damit überhaupt nichts anfangen. Ich habe jetzt eine Woche mit dem Lambo, bin ich rumgecruist draußen, keinen hat es interessiert, die Praktisch Mädels haben mir auch scheiße. nicht hinterher geguckt und jetzt will ich das scheiß Ding einfach nur an den nächsten Baum setzen. Und dafür habe ich jetzt 2 Jahre lang meines Lebens hart mir die Finger blutig geschuftet. Warum zur Hölle? Falsche Zielsetzung. Und das, was man auch tun sollte, was du auch schon gesagt hast, wo ich absolut zustimme, ist, man sollte aber auch eine klare Vorstellung haben, wie denn das Leben, zum Beispiel, um beim Beispiel zu bleiben, eines Autors in der Realität aussieht. Nicht in dem Film, wo Johnny Depp da in seinem Bademantel in das geheime Fenster da durch die Bude schlurft. Da sind realistische Züge dran, das nur am Rande. Irgendwie mal 3 Bestseller geschrieben hat, deswegen auch 3 Häuschen
verteilt in den Staaten hat, wo auch der Steuersatz ja nochmal anders ist und man guckt halt Stephen King an und so. Man muss, wenn man dann tatsächlich auf so einen Lifestyle hinarbeitet, halt auch wissen, was ist die Unemployment Rate in diesem Bereich? Also wie viele Autoren sind entweder komplett arbeitslos oder erwirtschaften so wenig Geld, dass sie einen anderen Job brauchen, um schreiben zu können? Sonst funktioniert das ganze Wirtschaft. Das muss man wissen, wenn man das als ein Lebensziel hat. Also erste Blödheit Absolut. ist, sich ein zahlenmäßiges Ziel zu suchen. Mein Tipp, stattdessen einen Lifestyle suchen, aber verdammt nochmal auch wissen, wie der Lifestyle in Realität aussieht. Nicht nur sagen, ja, keine Ahnung, der Vermögensverwalter oder sowas oder der Hedgefondsmanager, ganz drastisch blödes Beispiel, ist mir bewusst. Ja, der ist dann immer auf Gala-Partys und schwadroniert da mit Politikern rum und die Bunte kommt, macht Fotos von dem und dann ist der berühmt, weil wer berühmt ist ja auch automatisch reich. Was für ein Ja, Bullshit, ne? natürlich, Und jeder, natürlich. der nicht berühmt ist, kann ja auch nicht reich sein. Also guck dir mal die Leute an, die auf dieser Welt wirklich viel Geld verdienen. Und Die kennst du gar Überraschung, die nicht. sind nicht in der Bunten drin. So viel sei schon mal Nee. gesagt. Wie auch immer, weil die haben auch gar keine Zeit für so einen Scheiß. Die haben einfach auch andere Interessen. Aber das Ding ist, wenn du dann wirklich also ein realistisches Bild von dem Lifestyle hast, dann weißt du eben auch, wenn du es als Autor schaffen musst, schaffen willst, davon zu leben, das ist Hassel. Das schaffen nur sehr, sehr wenige. Guck dir das, kannst du alles mit einer einfachen Google-Suche rausfinden. Was ist das durchschnittliche Jahreseinkommen? Wie viel Prozent aller Verlagsautoren können davon leben? Wie viel Prozent aller Self-Publisher können davon leben? Letzteres sind so ein bisschen Das Zahlen, kann ich die, dir sagen. naja, die Da gab es Erhebungen gerade eine sind schöne Umfrage vom Umfragen. Self-Publisher-Verband Das und ist das Problem. Du hast keine wirklichen, wie du es jetzt bei Verlagsautoren hast. Das wird ja alles gemeldet über die Verlage. Da hast du eine sehr präzise Aussage im Self-Publishing. Aber hey, beschäftige dich doch mal ein halbes Jahr mit Self-Publishing. Sei auf Instagram, frag Autoren, ich meine, die werden dir vielleicht jetzt nicht sagen, was sie im Jahr einnehmen. Aber du fragst die halt einfach, hast du noch einen Nebenjob? Kannst du davon leben? Seit wann kannst du davon leben? Möchtest du davon leben? Bla bla bla. Ich meine, wer hat nicht als Autor 5 Minuten Zeit, wenn du wirklich authentisch auf den zugehst und sagst, ich spiele damit, also auch Autor zu werden. Ich glaube, ich habe Talent zum Schreiben. Ich schreibe sehr gern. Ich würde gern davon leben. Kannst du mir 5 Minuten deiner Zeit opfern, um das zu machen? Also ich kenne keinen Autor aus dem Umfeld im Self-Publishing, der da ist, es sei denn, er kriegt 20 Anfragen dieser Art pro Tag. Liebe Leute, bitte nicht copy and paste again, wie diese Hörbuchsprecher-Legionen. Aber kein Mensch sagt da nee. Verpiss dich. Und wenn, sagen es zwei, drei und die anderen stehen die Rede und Antwort und freuen sich, dass sie auch mal wahrgenommen werden, weil die allermeisten Self-Publisher stehen auch nicht in der Bunten, obwohl sie vielleicht deutlich mehr Geld verdienen als die Bestseller-Autoren, die dort gefeiert werden. Aber ist wieder ein anderes Thema. Wahrnehmung halt. Und wer braucht das? Wen interessiert das? Brauche ich das für mich? Und wenn ja, ist das vielleicht das Zeichen, dass ich irgendwie intrinsisch ein Riesenproblem mit dem Selbstwert habe, wenn ich mich nur als Autor fühle, indem ich auf dem Cover von irgendeinem Drecksmagazin auftauche. Rant Ende. So sieht's aus. Ja, ich bin so bei dir. Cool, schön. Ich habe mir Naja. jetzt gerade, letzte Woche habe ich gerade mit zwei jungen Frauen zusammengesessen, die auf einer Lesung mich angequatscht hatten. Genau, was du eben sagst, ne? Die quatschen mich an und von Dingen und überhaupt und wie viele Bücher und toll und meine Backlist und ob sie mal 5 Minuten mit mir, ob sie mich mal auf einen Kaffee einladen können. Und die sind hier aus Hamburg um die Ecke, ne? Und ich habe gesagt, kein Problem, komm vorbei. Ich sitze da in dem Café sowieso andauernd, von daher nehme ich mir die Zeit. Und dann haben wir statt einer halben Stunde, haben wir irgendwie 2,5 Stunden darum gequatscht, aber die hatte einen mega Fragenkatalog vorbereitet schon mal, ne, weil sie auch mal ein Buch schreiben wollten, alle beide. Und dann haben wir im Endeffekt auch über Self-Publishing gesprochen und über diesen ganzen Apparat, der dazugehört. Und das, was ich jungen Autoren dann immer gerne sage, ist auch wirklich, überlegt euch nicht nur, seid ihr kreativ und habt ihr Lust, ein Buch zu schreiben, sondern seid ihr UnternehmerInnen und habt ihr Bock, eine Firma zu begleiten. Weil das ist das, was wir machen als Self-PublisherInnen. Wir haben ja viel mehr zu tun als nur diese Kreativseite. Wir müssen unser ganzes Marketing machen, wir müssen unsere Gewerke zusammenhalten, wir müssen unsere Projektpläne selber schreiben und klären, wann unsere Zulieferer und Lektoren und Coverdesignerinnen und wen wir da nicht noch alles im Hintergrund beschäftigen und brauchen, Zeit haben für uns und Ja, Slots okay. haben, wir müssen die einhalten. Wir machen unsere Lesungsorganisation selber, wir machen im Zweifelsfall unsere Buchhaltung, unsere Steuer selber. Wir sind UnternehmerInnen.
Oder wir Und wenn man arbeiten halt dann mit guckt, Leuten zusammen, die das dann machen. Also ja, oder wir bevor jetzt haben dann jemand die Flinte entsprechend genug ins Korn wirft, es gibt Personal, ja, na klar. gewachsen durch die Self-Publishing-Szene auch ein super Umfeld von Dienstleistern. Muss man halt gucken, welche gut Absolut. sind, welche nicht so gut sind. Auch das sind Erfahrungen, die irgendwie so, ich würde es aber unternehmerische Tätigkeit im weitesten Sinne nennen. Also ein Unternehmer für mich ist jemand, der mehrere Firmen besitzt. Das ist nochmal ein anderes Level als das, wo wir unterwegs sind. Aber ich meine, wir Wir sind sind klassische Freiberufler. Solopreneure. Ja, wir sind Ich klassische mag das überhaupt Solopreneure. nicht. Ein Entrepreneur ist jemand, der eine Firma entwickelt, die dann entweder besitzt oder verkauft. Und das ist nicht das, was wir tun. Was wir tun, ist Freiberuf. Also ich mit gewissen unternehmerischen Aspekten. Klassischer Freiberuf ist der Verlagsautor, wo der Verlag viel von diesen Genau. Aspekten klassischerweise übernommen hat, heutzutage auch nicht mehr. Gerade Genau. Marketing, Social Media, was ich immer noch für völlig sinnlos für Autoren halte, für die allermeisten, mit Ausnahmen, aber das haben wir in einer anderen Sendung oft genug besprochen. Aber also das ist völlig okay, wenn du das so siehst, aber ich persönlich sehe mich jetzt nicht als Unternehmer, weil das klingt halt auch so, ah, ich habe eine Firma. Nein, ich habe keine Firma, ich sitze da und schreibe Bücher. Okay. Also was den Teil meiner Tätigkeit betrifft. Nein, aber das auch ein bisschen, um jetzt Menschen, die wirklich das jetzt sehen und denken, oh, ich bin raus. Nee, also denen auch Mut zu machen. Das ist auch alles nicht über Nacht entstanden. Am Anfang steht das Nee, Buch. Und hier ist ein Tipp, genau. wenn du noch nicht mal das Buch zustande, also solange du das Buch schreibst, denk über nichts anderes nach. Weder über Marketing noch Positionierung noch und krieg vor allem keinen Ego-Trip. Mich nervt das voll an auf Instagram. Was wir hatten, dieses Gespräch, was du hattest mit diesen beiden Mädels, weißt du, wie oft mir so eine Gespräche in 12 Jahren oder so passiert sind, kann ich an einer Hand abzählen. Dass Menschen auf mich zugekommen sind und gesagt, ich will mal gerne mich mit dir unterhalten, Blick hinter die Kulissen werfen, was bedeutet das denn eigentlich und ist das für mich geeignet? Also drei, vier Leute. In der ganzen Zeit. Ja. Und was siehst du ständig auf Instagram? Hey, ich arbeite gerade an meinem Roman, der wird dann irgendwann erscheinen, weil dir halt doch einfach die Klappe und tu's. Statt dir selbst Druck zu machen, dich diesem absolut toxischen Umfeld auszusetzen, wo du dann immer nachguckst, oh, hat sich jetzt einer für mein bald erscheinendes Buch interessiert? Hinweis, wird sich niemand für etwas von einem Autor, der noch nicht ein Buch draußen hat, oder eine Autorin für das zukünftige Werk interessiert sich kein Schwanz. Lass es einfach. Lass es. Nutz die Zeit lieber, an einem Buch zu schreiben. Und wenn es fertig ist, beschäftige dich, was kommt dann? Oh, Lektorat, was ist das? Brauche ich das? Ist das gut? Oder kann das weg? Korrektorat. Das sind alles keine Geheimnisse. Das ist so eine 10-Punkte-Liste, die kannst du überall im Internet finden, kostet kein Geld. Und so kommst du dann so langsam rein. Und dann wirst du halt auch viele Fehler machen. Das ist dann wieder dein Spezialgebiet. Nicht das Fehler machen, sondern über Fehler Oh sprechen. doch, ja. Ja, ich Machen mache und die laut auch. drüber Du feiern. sprichst nur, glaube ich, nur exzessiver drüber. Also ich habe da auch keine Geheimnisse, aber ich gehe jetzt nicht her und sage zu so einer Fuck-Up-Konferenz, liebe Freunde, hört mal her, hier ist meine Liste. Und jetzt will ich mal sehen, wer das toppen kann. Nein, aber es ist im Grunde alles kein Hexenwerk und ja, das unternehmerische Element kommt dann dazu und braucht man auch, aber ehrlich gesagt, erst dann, wenn man anfängt, Geld zu verdienen. Vorher brauchst du es auch nicht beim Finanzamt anmelden, weil Nein. das ist okay, wenn du das mit ein bisschen Verspätung machst und sagst, liebes Finanzamt, guckt mal an, ich habe jetzt hier angefangen, Geld zu verdienen. Da wird dir auch nicht die Rübe abgerissen. Ja, das ist alles So, gut. Nee, und wie nee. gesagt, guck dir vorher an, wie tatsächlich der Job aussieht, nicht wie es Ja. aussieht, einen Literaturpreis zu bekommen und der gefeierte Bestseller-Autor zu sein in der Öffentlichkeit, sondern sieh dir an, wie der Job aussieht, nicht die Außenwirkung, der Job. Und Und dann da habe ich setz dich gleich hin und schreib. die letzte Frage noch, wenn ich darf, für Ich unser bitte darum. Gespräch, weil wir haben die Stunde natürlich wieder gerissen, aber letzte Frage noch. Du hast gesagt, dass du dich noch, also jetzt in diesem Moment in deinem Leben, ganz persönliche Frage, finde ich immer schön, sowas zum Abschluss, sehr, sagen wir mal, angekommen fühlst, also du sagtest rund, das ist jetzt, kann man auch leicht missverstehen, aber ich glaube, ich weiß, was du meinst. Also, dass man halt sagt, nee, es passt einfach. Du hast nicht das nagende Gefühl die ganze Zeit, ich bin hier im falschen Film, wie es meines Erachtens Ja. mindestens 80% aller Menschen haben, vielleicht mehr, die halt einfach jeden Morgen sich zur Arbeit schleppen und auch das habe ich hinter mir mit so schweren Magenbeschwerden und Shit, was absolut vom Job kam.
Nee, nicht vom Job. Nee, nicht vom Job, sondern der Unvereinbarkeit, sind wir wieder bei dem Thema, von mir mit diesem speziellen Job. Auch wenn ich das vorher 5 Jahre lang studiert hatte. Und auch wenn der Job fordernd war, was ich mag. Also ich mag nicht mich langweilen. Das ist halt einfach Zeitverschwendung. Also seit ich selbstständig bin, weiß ich auch überhaupt nicht mehr, was Langeweile ist. Nicht von wegen selbst und ständig. Aber mir fällt einfach was Besseres ein, als mich zu langweilen. Und zum Beispiel ist für mich ein Riesenunterschied. Ich entspanne mich bewusst eine halbe Stunde oder eine Stunde, rauche Zigärchen von mir aus und schaue ins Blaue. Aber da langweile ich mich nicht. Da entspanne ich mich eine Stunde. Langweilen ist rumsitzen, mach ich ihn jetzt und dann kommt's Handy. Wie viele Leute kennst du? Geh mal an eine Bushaltestelle, die stehen alle dort rum. Du bist der Ja, absolute ich weiß. Außenseiter, wenn du heutzutage an der Bushaltestelle stehst, kein Handy in der Hand hast und dir dann noch wagst, Leuten ins Gesicht zu schauen, die denken, du bist irgendwie pervers und bist ein Serienkiller oder sowas, bloß weil du normale soziale Interaktion machst. Und das ist nicht normal von irgendwelchen Boomern normal. Nein, das ist normal. Es ist abnormal, sein ganzes Leben im scheiß Handy zu verbringen. Dazu stehe ich auch. Ja, bin ich auch in dem Alter, wo man mir dann vorwerfen kann, dass ich halt die Welt nicht verstehe. Muss ich dann abkönnen. Stehe ich auch dazu, ist eben so. Aber die Wissenschaft gibt einem recht. Ich meine, geistige Krankheiten, also wirklich Krankheiten, ne, schwere Depressionen etc. und der Zusammenhang mit Social Media und Co. sind bekannt. Das ist kein Geheimnis, es interessiert nur keinen. Es interessiert halt keinen in der Umsetzung. Und da ist es dann nicht mein Problem, aber deswegen renne ich halt dann auch rum und erzähle, das ist nicht normal, sein Leben in einem scheiß Handy zu verbringen. Doch zurück zu dir. Du fühlst dich jetzt in dem Moment gerade angekommen. Glaubst du, das hat etwas mit der tatsächlichen Tätigkeit des Schreibens zu tun? Weil bei mir ist es absolut so. Wie Bei ist es bei mir dir? auch. Absolut. Ich habe mein Leben lang schreiben wollen. Ich habe jahrzehntelang heimlich geschrieben und habe immer irgendwie gedacht, kann doch nicht sein, dass ich das nun nicht zu meinem Lebensmittelpunkt machen kann und darf. Und ich habe einfach, und dafür bin ich neulich gefragt worden, was ich meinem jüngeren Ich empfehlen würde. Meinem jüngeren Ich würde ich in den Hintern treten und sagen, so, jetzt machst du mal die Ohren dicht. Hörst auf nichts und niemanden mehr und fängst einfach mal genau das, was wir eben besprochen haben. Schreib das Scheißbuch doch einfach. Schreib es einfach. Und dann bring es raus und dann mach das nächste. So, fertig, weiter. Und bis ich dahin gekommen bin, mir die Erlaubnis zu geben, mir wirklich ein dickes Fell zuzulegen für alles, was da von außen kommt. Und ganz ehrlich, das kommt immer noch, ne? Ich schreibe seit 20 Jahren mittlerweile öffentlich. So, seit 4 Jahren bin ich extrem published und ne, extrem öffentlich hier mit sozialen Medien und so weiter. Und natürlich kommt das immer noch. Glaubt man nicht, dass meine Familie weiß, bei welchem Buch ich bin. Glaubt man nicht, dass dass mich irgendwie nahe Verwandte mal fragen, wie sieht's denn aus? Wann ist denn der nächste dran? Wann kommt denn dein Launch? Soll ich mal irgendwie, soll ich mal was teilen oder was? Glaubt man nicht. Aber das ist was Denzel Washington schon gesagt hat, und dafür ist ja auch einer, den ich sehr, sehr liebe, der sagte, ne, das sind die letzten Menschen, die dich unterstützen und feiern. Da wird dich eher eine wildfremde Person wird dich unterstützen und feiern, aber es sind nicht die, von denen du es erwarten würdest. Und das muss jetzt nicht die Familie sein, sondern, ne, wie gesagt, nicht die, von denen du es erwarten würdest. Die sind es meistens nicht. Und das ist bei mir ganz genauso. Und ich würde mir wünschen, und das kann ich halt auch immer nur nach außen weitergeben, sozusagen, hört nicht hin. Wenn ihr so ein dringendes Bedürfnis habt, dass da irgendwas raus will, ob das eine Kurzgeschichte ist, ob das ein Thriller ist, ob das ein Theaterstück ist, ein Hörspiel oder weiß ich nicht was, wenn ihr tanzen wollt, malen wollt oder sonst irgendetwas tun wollt, bitte um Gottes Willen lasst es raus. Es ist euer verdammtes Leben. Und ihr müsst am Ende des Tages zurückblicken und sagen, das war eine geile Ritt, den habe ich gerne gemacht, meine auch im Zweifelsfall auch mal genauso. Und nicht so dieses 50-50, ich habe versucht und dann habe ich irgendwie versucht, es allen zurechtzumachen und am Ende habe ich es 0,0 gar nicht geschafft. Geht Vorne dran hundertprozentig scheitern. schief, wenn du es versuchst, irgendwie Exakt. nicht nur allen recht zu machen, sondern überhaupt Leuten recht zu machen. Ich habe erst gestern ein Gespräch mit einem sehr gut befreundeten Autor gehabt, den ich auch so ein bisschen gehuckt habe. Also der ist länger Autor als ich, aber ich habe ihn so ein bisschen in dem Bereich des Self-Publishings so ein bisschen, so, weißt du, so ein Ellenbogen die Seite, hier, guck mal, geht auch, kann man auch so machen. Und der hat auch sehr interessante Geschichten von Literaturagenturen und ähnlichem auf Lager, aber anderes Thema. Und wir haben da auch drüber gesprochen. Und da fiel mir nochmal ein, ich habe das im Endeffekt elegant umgangen. Ich habe die ersten paar Jahre komplett im geschlossenen Pseudonym gearbeitet und auch veröffentlicht. So, das ist halt, und es wusste auch keiner, dass ich Bücher schreibe.
Das habe ich heimlich gemacht, genau wie du. Nicht Ja. ganz so lang, glaube ich. Irgendwann habe ich dann, also meinen Eltern zum Beispiel, habe ich es erst gesagt, als ich das erste Buch bei einem Verlag draußen hatte und sagen konnte, ja, jetzt könnt ihr sagen, was ihr wollt. Ich bin veröffentlichter Verlagsautor. Nicht, dass meine Eltern irgendwie negativ wären, überhaupt nicht. Die haben mich ein Leben lang unterstützt und auch Ja. wirklich im Rahmen ihrer mindsetmäßigen Möglichkeiten echt auch alles gegeben. Und ich verdanke denen wirklich super viel, eine Menge. Ja, also, das Ding ist nur einfach, es hat auch nichts damit zu tun, dass die dir das nicht gönnen oder so, glaube ich. Also die Menschen gibt es aber auch. Also, Ja, so, also, aber mit gibt solchen alles Menschen natürlich. also weiß ich nicht, warum hängt man mit solchen Leuten rum? Ich weiß es nicht. Man muss sie halt erstmal identifizieren und dann muss man sie ausschalten. Also nicht im Sinne von eliminieren, sondern aus dem Nein, Kreis ach heraus. so, Hast du Entschuldigung. jetzt falsch verstanden? Sorry. Ja. Ist unter Umständen Strafbestand. Musst du dich mal beim Anwalt erkundigen. Hier keine Rechtsberatung in diesem Aber warte mal, doch Podcast. nur, wenn ein Opfer gefunden wird, oder? Kein Kommentar. Und die Straftat besteht übrigens trotzdem, auch wenn das Opfer nicht gefunden wird. Können wir über was anderes sprechen? Nein. Der Punkt ist der, ich glaube, das hat auch wieder absolut mit diesem Lamborghini zu tun. Wenn du niemanden hast, mit dem du das reflektieren kannst am Anfang, musst du ja zum Kern dessen durchdringen, warum du das selbst machst. Weißt du, was ich meine? Und deswegen ist dieser Bullshit von wegen, und da war sie weg. Schade. Vielleicht kommt sie zurück. Ich beende mal eben noch meinen Satz. Deswegen ist das halt Quatsch, meines Erachtens, bei Instagram zu posten, dass demnächst das Buch erscheinen wird, weil man sich damit selbst keinen Gefallen tut und eben auch nicht selbst reflektieren muss, warum will ich selbst das Buch schreiben? Will ich das Buch schreiben, um es irgendwelchen Leuten auf Instagram recht zu machen? Oder will ich das Buch schreiben, weil ich es selbst schreiben will? So. Jetzt ist mein Genau. Gast leider verschwunden. Das heißt, ich mache dann auch mal Schluss für heute. Und wir sehen uns und hören uns beim nächsten Buchblase-Podcast. Bis dahin, ciao, tschüss, macht's gut und auch viele Grüße von der lieben Melanie. Davon gehe ich jetzt mal stillschweigend aus.